Und wenn du dann mal Zeit hast, dass du mir das Kleid nähst. Na hier, die Ärmel. Die Ärmel, ja. Die Ärmel. Ja, das muss ich ja dann machen, wenn ich denn, mach ich denn, wenn ich bügele. Wenn ich bügele. Genau. Okay, was machen wir jetzt? Was willst du jetzt da machen mit dem Schrank? Ist ja okay. Ich frag ja nur, Schatzi. Ich frag nur. Lass es doch da ja, rein. Ich will da ran. Hast du noch Bügel? Hier liegen sie noch unten runter. Freie Bügel meine ich jetzt. Ja, ja, ich. Freie? Ja, die Blusen, die könntest du ja rein theoretisch zusammengenommen lassen. Ja. Du brauchst ja nicht auf dem Bügel, ne? Ja, wir sind jetzt dabei, ein bisschen Ordnung im Schrank zu machen. Also, ja. Und, naja, was heißt Ordnung? Ist ja Ordnung im Schrank. Aber ein bisschen System reinbringen. Ne, ich habe nämlich einen Trick gesehen. Pass auf, Maus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich hier mein Kleid, ja? Ja. Was macht ihr denn, Leute? Was macht ihr mit so einem Bügeln? Meine. Also der ist aber gleich breiter. Nee. Der, ja? Das ist doch scheiße. Weißt du? Und die Dinger hier dran lassen kann ich auch nicht, weil die stören, wenn du was anhast. Ja, die hängen da dann sowieso weiter runter. Hatte ich doch irgendeins in der Hand schon. Nee, ja. Nee, hier hängt. Nee, das ist orange. Hier ist ein grünes, hat der Kabelmaus. Du meinst das hattest du eben ja, in der Hand. Ja, genau. Nein, ich meine grün. Neongrün. Hier ist noch ein Bügel, jetzt machen wir wieder einer. Es ist ja Ordnung. Und die Sachen will ich ja noch zwei Onrollen machen. Hier muss ich da nichts machen. Hier sind noch Gehörs. Jetzt weiß ich ja, wo sie sind. Hosen. Da kommt Hosen hin. Das sind ein Pullover und so weiter. Quatsch. Blusen und so weiter. So, was liegt denn hier unten? Böse. Ja. So, hier. Hier, Schatzi. Kleider willst du auch alle so zusammen, ne? Kleider, dass du weißt, Kleider. Noch ein Böhe. Okay. Zum Bügel nicht. Dann nehmen wir wieder einen anderen Bügel. BHs kann ich mich jetzt, ja. Also die sind noch angefangen, die bleiben hier. Das kommt so rüber, das bleibt so. Der Spiegel kommt hier hinten hin. So, dann habe ich ja hier vom AliExpress noch meine zum Shellack abmachen. Hier ist eine Pinzette drin, okay. Das kann hier mit drin, genau. Das sind meine Nägel. Die kommen unten rein. Ladekleber kommt hier unten rein. Die Lampe ist aufgeladen, die kann jetzt weg. Jetzt habe ich offen vom Primark. Die Lampe kommt in den Schrank, wenn ich sie nicht brauche. So. Die kommt hier rein. So. Okay, ne Muckelchen. Das kommt hier unten mit dazu. Die bleiben. So, reicht mir erstmal. Nachher wurde noch abgewischt und gut ist. So, das kommt im Schrank rein. Gut. Okay, dann haben wir das erstmal
Katze. So. So. Gut. Okay. Ja. Zu diesem Vlog, weil es ist ja im Vlog eingebunden. Wir möchten euch gerne etwas vorstellen. Uns wurde dieser schöne Staubsauger, also wir denken mal, dass er schön ist, ich habe ihn noch nicht gesehen, zugeschickt von der Firma Red Road. Wir haben kein Geld bekommen und wir sagen auch unsere ehrliche Meinung zu diesem Produkt und ihr kennt uns, wir sagen euch immer unsere ehrliche Meinung. Genau, jetzt packen wir das mal aus. Wenn das so ist, wie ich es mir vorgenommen habe, dann müsst ihr eigentlich jetzt im Vorfeld das Clean With Us gesehen haben, wo wir diesen Staubsauger schon benutzen. So. Es ist ein, ein Hand-Vakuum-Cleaner. Hand-Unhealed-Held-Vakuum-Cleaner. Mit etlichem Zubehör. Na. Na. Ja. Die Stange, die müsste eigentlich zum Fall, oder ist noch zum Fall? Ja, also auf jeden Fall ist das mal hier das gute Stück. Hand-Healed Cleaner. Genau. So, das stelle ich mal. Das ist die Stange. Stelle ich mal erstmal hier unten hin. Ne, hier vorne auf dem Tisch am besten. Zieh mal das weiter zu dir, zieh es weiter auf dem Tisch, so genau. Ja, nicht, dass es runter. Nein, fährt nicht runter. So, weiter geht's. Die Stange. Ach, hier ist die Anleitung drin. Hier ist die Anleitung drin. Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung. Für die Wandbefestigung. Hier mal ist das, die Bürste. Die Bürste. Und hier sind. Und sie soll beleuchtet sein.
Fürstenteile, Aufsätze. Aufsätze, das ist die Verlängerung wahrscheinlich, oder von dem, genau dieses hier, das kommt dann wahrscheinlich da dran. Genau, ja genau. So. So. Dann haben wir hier die, dann haben wir hier die Wandhalterung. Ganz schön. So, jetzt hier ist noch das, ja, das ist die LED-Leuchte. Also ist mit LED-Licht, um die Fugen alle so schön zu reinigen. Lila. Hier ist der Akku. Der Akku. Hier sind Bürsten. Akku. Bürsten, Wechselbürsten. Für die, wie nennt man das? Für die Bürste. Für die Bürste. Wechselbürsten, genau. Hier auch noch. Hier sind auch noch so von wegen Verlängerungen. Denke ich mal, ja. So, ja, und so weiter. Ausprobieren werden wir das alles. Auf jeden Fall. So, hier ist auch noch eine Bürste. Bürste drin. Es sieht aus, als wenn das alles Hand eingepackt ist. Ja. Auch noch eine Wechselbürste. Küche. Das ist die Küche. Ja, die hat die Dings weggemacht. Und hier ist das Netzteil. So, das haben wir alles ausgepackt? Nee, da ist noch was drin. Hier. Da ist noch was drin. Wir nehmen das mal runter. Ach, und so. Ja. Überlaschung, Überlaschung, Überlaschung. Ah ja, eine Handbürste. Eine Handbürste. Ist so hier für Stühle und Betten und so. Oh. 18. Okay, also. Das war der andere. Gut. Nächste, also ist ganz einfach. Also ich zeige euch das nochmal mit dem Akku. So, einfach hier wegziehen und so ist ab der Akku. Ja, also. Aber den setzen wir jetzt mal rein. Und er muss, wenn du reinmachst, muss klicken, ne? So. Aha, ja. Er muss klicken und dann ist er drinne. Ja. So, das ist schon mal das Teil. Also auf jeden Fall ist das erstmal das. Sieht man mich in der Kamera, wenn ich hier so sitze? Nein, gut. Der Motor. Okay, genau. Dann haben wir einen Verlängerungsschlauch. Ein Verlängerungsschlauch, ja. Das wäre dieses hier. Genau. So, jetzt haben wir da noch die Verlängerung mit bei, wo wir erst nicht wussten, aber ja, da kann man all die Sachen ran, all die Zubehörteile ranmachen, die keinen Strom brauchen, wo sich nichts drehen muss, wo nichts leuchten muss und nichts drehen muss. Die kannst du da ranmachen. Ja. Also praktisch diese Bürsten und damit kann irgendwie, ja, oder hier innen ab raussaugen. Da so auch raussaugen. Hast du die 2 in 1? Ja, schieb mal zurück. Oh, guck mal. Schieb mal zurück. Und jetzt saug mal nur so ab. Ja, super. Mach mal aus. Guck mal, ist jetzt da wieder drinne? Zeig mal. Oh, guck mal, siehst du? Kannst du mal sehen, was der, wie toll der die Haare aufsaugt? Ja, ja. Also das können wir schon mal sagen, ne? Ja. Der saugt echt toll die Haare auf. Ja. Juh. Dann haben wir einen Flachsauger. Das ist der lila, ne? Der lila, ne? Ach, der hier. Der ist ein Flachsauger. Also wenn man so in die Ritzen so raus. So, jetzt hat die irgendwie die Düse aufgesetzt, ne? Und die leuchtet sogar. Seht da. Damit kann sie so schön in den Grillen reingehen und richtig schön.
Da sieht man den Dreck auch im Dunkeln. Dann haben wir eine 2-in-1 Bürste. Das ist die hier in der Mitte. In der Mitte. Nee. Ja, die. Ach so, ja. 2-in-1 Bürste. Also zum Saugen und zum Bürsten. Zum Saugen und zum Bürsten. Ja, gut, okay. Ja, 2-in-1 Bürste. Dann haben wir eine. So, jetzt hat Omi die 2-in-1 Bürste. Zeigst du mal die 2-in-1 Bürste? Machst du mal aus, damit ich was. So, die 2-in-1 Bürste, die ist einmal. So, die. Warte mal, so von oben. So, ne? Einmal so, dass du nur die Kante hier unten hast. Und dann schiebst du es vor, dann hast du hier die weiche Bürste. Ist auch wunderbar. Weiche Bürste? Eine weiche Bürste? Die Fee, wo ist die denn? Nee, das ist ja, das ist die weiche Bürste, genau. Die weiche Bürste? Jetzt hat Irmi die Softbürste drauf und die eignet sich gut, für, wenn man so Staub zu liegen hat. Kann man auch, ne? Ja. Dann haben wir, naja, den Netzteil haben wir schon. Dann haben wir die Metallverbindungsstange. Das ist die lange. Das ist die große. Dann haben wir eine Haustierbürste. Das ist die kleine. Dieses hier? Ja, ist eine Haustierbürste. Eine Haustierbürste, okay. Ja, okay. Kannst du auch für alle zum Absaugen nehmen. So, die Omi zeigt euch jetzt zum Beispiel die Haustierbürste drauf. Und wir haben ja Haustiere, 1, 2, ihr seht sie im Hintergrund. Und ja, Katzenhaare etc. pp. Und ja, Omi, Muckelchen, komm mal hier, Muckel. Upsala. Lasst euch von den Flecken nicht, was sind denn das für Flecken? Dann haben wir einen Ellenbogen-Bauteil. Das ist hier, dieses hier. Ellenbogen. Genau. Das Ellbogengelenk, zeig mal seitlich, Schatzi. Jetzt. Schau mal da hinten am Spratzbaum. Oder? Ja. Ist besser, wenn es oben ist, ne? Aber so ist gut. Ja. Und die Bodenbürste. Und die Bodenbürste? Ja, nee, da. Nee. Das ist die Bodenbürste. Das ist die Bodenbürste. Mhm. Ja, genau. Ja, und dann haben wir denn noch die Zubehör für das, die Bürste. Das große Stück. Wird hier oben noch angezeigt? Nö. Das große Stück. Nee, was wir also in jede Richtung. Ja, das ist gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, bauen wir ihn noch mal zusammen. Ja, wir bauen sie. Ja, und dann ist hier eben halt noch die Halterung. Da kann man dann auch alles reinmachen. So, doch, das kann man doch da rein, oder nicht? Das passt da rein und das passt auch da rein. Naja, dann können wir es darin machen. Aber das steht hier nicht irgendwo beschrieben. Aber können wir gerne machen. Egal, wir werden sehen. So, hier haben wir es aufgehängt. Die Zubehöre bis auf die Ersatzbürsten und so weiter haben wir draußen gelassen, aber Stange hängt auch woanders. Aber so, da passt es und da kann Ille jederzeit rein. So sieht das aus. Es ist wunderbar, dass man das alle da an einem Ort hat. Ne? Also ja. Da lädt das auf. Ja, genau. Und das Zubehör hängt dran und wunderbar. So, also dann erzählen Sie mal bitte.
Naja, du nimmst jetzt erstmal die lange Stange. Die lange Stange. Dann machst du die Bürste da unten rein. Ist mit dem Klicksystem wie beim unserem, wie bei dem. Aber musst du gucken, dass sie übereinander sind, Maus. Erstmal ist es verkehrt rum. Erstmal muss es so rum wahrscheinlich. Und dann zusammensetzen, ist fest. Genau. So, so, dann haben wir jetzt hier oben das gute, das große Stück. Aber willst du mal die Verlängerung ranmachen? Den Ellbogen zum Beispiel? Den Ellenbogen? Ja. So, dann haben wir hier den Ellenbogen. Ja. Warte mal, den klemme ich mal ganz kurz zwischen die Beine. Andersrum, andersrum. Da, genau, roter Punkt. Ach, rote Punkt, genau. Das ist wieder der rote Punkt, genau. Muss klicken, muss klicken. Jetzt, und jetzt machst du oben. Aha. Den hier? Ja. Genau. Aha, jetzt hast du den so, kannst du den dann so. Genau. Und leuchtet, zeig mal. Ja, er leuchtet. Wobei es ist also so, dass er nicht, dass er nur läuft, wenn du drauf drückst. Also du kannst ihn nicht verriegeln. So wie der andere, ne? Ja. So, jetzt reinigen wir den Behälter. Und zwar macht man den einfach unten auf. Da auf. Runter. Und lässt es reinfallen in den Eimer. Genau. Da unten, ganz unten ist auch noch ein Kamm dran, ne? Unten am Deckel. Also ein bisschen sauber machen in... Und was hängen geblieben ist. Ja. Nach dem Gebrauch immer sauber machen, wenn man ihn... Nicht mit vollem Filter aufhängen. So, und vor allen Dingen, wenn man ihn so aufhängt, dann kommt drauf an, was du drin hast. Ja, wenn du natürlich nur Flusen drin hast, ja, die kommen nicht raus. Aber so, dass du Kleinteile drin hast, Katzenstreu etc. pp., das fällt dir natürlich wieder raus. Ne? Deshalb solltet ihr immer... nach dem nach dem Saugen, wenn den Filter sauber machen und dann aufhängen. Ja. Und was wir auch korrigieren müssen oder sagen müssen, dass man ihn doch man kann ihn im Dauerbetrieb lassen, ohne dass man den Knopf gedrückt halten muss. Ja. Ist nur eine Einstellungssache. Ja. Wir dachten am Anfang nämlich, da ist ja blöd, da muss man immer den Knopf festhalten. Nein, das ist eine Einstellungssache, man kann ihn so einstellen oder auch so einstellen. Was sieht man denn hier? Ja. Und das Display, zeig nochmal das Display. Ja. So, ne, mach mal an. Wie er saugt, ob er Echo saugt. Oder mach mal, auch. Drück mal nochmal. Drück mal an. Drück mal nochmal. Turbo. Nochmal. Achso, er ist jetzt nicht Echo, genau. Nochmal. Medium. Ja, und dann Turbo. Genau. Ja, und hier kann man den Alter auch anstellen, ob er nun Dauerbetrieb. Genau. Sprich, wenn du ihn anmachst oder eben halt Betrieb. Du machst den an und der geht sofort wieder aus. Wenn genau. Also von daher, ja. Ja. Jetzt kommen wir zum Fazit des neuen Staubsaugers V17 Handheld Cleaner 450 Watt von Redroad. Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass dieses speziell ein HEPA-Filter hat. Was sagt ein HEPA-Filter aus? Das habe ich mir mal gelesen, habe ich mich mal schlau gelesen. Kann ich euch dazu mal sagen, was der HEPA-Filter aussagt? Pass mal auf, der HEPA-Filter, ja? Viele andere Staubsauger arbeiten mit dem bekannten HEPA-Filter. Dies klingt erstmal gut, hochwertig und nach sauberer Raumluft, aber kaum jemand weiß, was sich dahinter verbirgt. Hinzu kommt, dass sich unter HEPA-Filtern viele verschiedene Filterklassen verbergen. Die Bezeichnung HEPA sagt also erstmal nicht viel über die tatsächliche Filterqualität aus, sondern zeigt lediglich, dass es sich hierbei um einen speziellen Reinigungsfilter handelt, einem Schwebstofffilter. Diese Luftreiniger halten auch kleinste Partikel im Filter und davon gibt es im privaten Haushalt eine ganze Menge, die Wissenschaftler ausgerechnet haben. Hierzu gehören im normalen Haushalten Wäschefasern, Hautpartikel, Hautstaubmilben, Tierhaare und natürlicher Schmutz und Dreck, der von außen hineingetragen wird. Diese HEPA-Filtertechnik ist wahrscheinlich die beste Filtertechnik. Abluft gründlich von Pollen, Mikro,
Hautartikeln und Allergien zu reinigen. Also ist schon, ein HEPA-Filter ist schon eigentlich einer der besten Filter, die ein Staubsauger haben kann oder auch haben sollte. Gerade wenn man Allergiker ist und viel mit Pollen und ja. Dann nochmal zu dieser Bürste. Das ist eine Doppelwalzenbürste, ja. Hat auch nicht jeder Staubsauger. Das hat hier diese Walze und hier hinten diese Walze. Also es ist eine Doppelwalzenbürste. Ja, wobei man die Walze genau rausmachen kann und säubern kann. Das ist auch nochmal sehr gut. Ja. Ja. Und es gibt Ersatzteile. Also das muss ich sowieso sagen, dieser Staubsauger hat wirklich mega viel Zubehör. Ne? Ja. Doch, ja. Muss ich also wirklich sagen. Ja. Mega viel Zubehör. Also das sollte man nochmal hervorheben, dass er wirklich mega viel Zubehör hat. Dann hier, wie gesagt, die Doppelwalze. So, muss klicken. Also Doppelwalzenbürste. Der HEPA-Filter Pluspunkt, Doppelwalzenbürste Pluspunkt. Und das viele Zubehör ist ein Pluspunkt. Also das ist, also von uns kriegt der Staubsauger auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Einen Daumen nach oben, also wirklich einen Daumen nach oben. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt viel mit dem gearbeitet. Ihr habt es auch gesehen, wir haben es teilweise mitgenommen und können wirklich unser Resultat sagen. Wie gesagt, wir haben ja schon einige und das ist bis jetzt. Ja, weil er auch auch leicht ist, sag ich mal. Ja, Das habe ich ja schon erzählt. Er ist halt. Ist gut. Also wir können da wirklich nichts Negatives sagen. Und ihr wisst, wir empfehlen euch nur Produkte, wo wir auch selber hinterstehen, wo wir selber sagen würden, ja, den würden wir uns auch kaufen. Und den würde ich mir auch kaufen. Wenn ich einen bräuchte, würde ich mir diesen kaufen. Wenn ich das irgendwo sehen würde, bräuchte ich sowieso einen Staubsauger. Und gerade ich mit meinen Pollen, ne, Pollenallergiker und hast du nicht gesehen, würde mir auf jeden Fall diesen kaufen. Ja, lieben Dank, ihr Lieben. Wir hoffen, dass euch dieser Vlog auch gefallen hat. Und danke fürs Einschalten und alles verlinke ich euch in der Infobox. Es wird alles in der Infobox verlinkt und da könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht braucht gerade jemand einen Staubsauger. Also wir können ihn empfehlen und ich mag auch lieber Sachen, wo ich weiß, der wird mir empfohlen und ich weiß, dass er gut ist, anstatt ich mir irgendwas kaufe und ja. Aber nun, so muss halt jeder für sich wissen, was er macht. Wir empfehlen euch ihn und alles andere entscheidet ihr. Genau. Dann wünschen wir euch was. Lieben Dank fürs Zusehen, fürs Supporten, fürs Liken, fürs Kommentieren. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss.